Das ist Ernst Machwirth. Ernst Machwirth ist ein Taxifahrer. Hier wohnt er mit seiner Familie. Seine Familie, das ist seine Frau Monika, die Gabriele, die ist 6, und der René, der ist 5. Wenn er Zeit hat, geht Ernst Machwirth gerne mal schwimmen. Das ist Ernst Machwirths Auto. Eigentlich ein ganz normales Auto. Aber es hat dieses Schild auf dem Dach, damit jeder sieht, dass es ein Taxi ist. Außerdem muss jedes Taxi 4 Türen haben. Diese Nummer sieht man auch nur an einem Taxi. Das ist das 842. Taxi, das es in Köln gibt. Und das ist das Wichtigste am Taxi, das Taxameter. Das ist eine Uhr, die Herrn Machwirth und dem Fahrgast zeigt, wie teuer die Reise wird. Ernst Machwirth fährt Leute. Hundert Meter, ein Groschen. Sie besuchen immer die Kranken, doch, ja? Nein, das ist ein einzelner besonderer Fall. Ich Querschnittsgelähmt. 100 Meter, ein Groschen. Ist das keine Wohnung für Sie, doch? 100 Meter, ein Groschen. Ich darf mich bedanken. 10 Mark. 7, 8, 9, 10. 6,50, 7. 8, 8,50, 9, 10. Ich bedanke mich. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Geht es so, ja? Ja, danke. Bitteschön. Warten auf den nächsten. Starten, Uhr einschalten, Kupplung treten, Gang rein, losfahren. Bremsen, schalten, fahren. Fußballspiel gesehen? 100 Meter, einen Groschen. Wiedersehen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Warten. Fahren, schalten, fahren, warten. Rechts rum, links rum, Hausnummer suchen. Hundert Meter für einen Groschen. Augenblickchen bitte 10, 20 und 1,20 Mark. Bedanke mich. Dankeschön. 5 Mark, danke. Zwischendurch waschen. Ja,
und wieder fahren. Warten. Fahren. Tanken. Und wieder fahren. Von morgens um 6 bis abends um 6. Heute hat Ernst Machwirt 19 Leute gefahren. Dabei hat er 15,2 Liter Benzin verbraucht. So viel. Er hat 8 Koffer transportiert. Und heute 942 Groschen eingenommen. 94 Mark 20. Guten Tag. Guten Tag. Fahren, ja. Bitte schön.